Es ist das am schnellsten wachsende internationale Verbrechernetzwerk, das die Welt je gesehen hat. Es hat den illegalen Waffenhandel bereits hinter sich gelassen und wird bald auch den Drogenhandel überholen. Denn ein Tütchen Kokain kann man nur einmal verkaufen, aber ein Kind 5 bis 10 Mal am Tag. Gottes Kinder stehen nicht zum Verkauf. Wie lange machst du das schon? Seit 12 Jahren. Wie viele Pädophile hast du gefasst? 288. Und wie viele Kinder hast du gefunden? Timoteo, tú rescató niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar mi hermana? Te lo prometo. Wir sind der Heimatschutz. Wir ziehen nicht einfach los und retten honduranische Kinder in Kolumbien. Das heißt, sie bleibt verschwunden. Für immer. Stell dir vor, wir würden jetzt in ihr Zimmer gehen und ihr Bett wäre leer. Was würdest du tun? Du kündigst deinen Job und ziehst los, um diese Kinder zu retten. In diesem Moment könnte sie nur einen Häuserblock entfernt sein oder aber in Moskau, Bangkok oder L.A. Sie ist eine wichtige Schlüsselfigur. Das ist alles Rebellengebiet. Da geht keiner rein. Nicht das Militär, nicht die Polizei und wir auch nicht. Und wenn es deine Tochter wäre? Es werden dir keine Marines zu Hilfe eilen. Du bist auf dich allein gestellt. Dieser Job reißt dich in Stücke. Und das hier ist meine einzige Chance, diese Stücke wieder zusammenzusetzen. Wenn Gott dir sagt, was du tun sollst, dann darfst du nicht zögern.